Wir sind hier Standort Feuerwehr Sevelen, Zinslihof. Und bald soll es so weit sein, dass es nicht mehr eine eigenständige Feuerwehr ist, sondern irgendwie hat man jetzt ja gehört, dass man die Feuerwehren zusammenschliessen will, von der Stadt Bux, Wartau, Sevelen. Jetzt, ich weiss nicht genau, wir sollen jetzt erst fragen, der Kommandant von der Feuerwehr Wartau oder, ja gut, Simon Stauffacher, wie ist es denn zu dem Entscheid gekommen? Ja, wir haben über die vergangenen Jahre einfach festgestellt, dass es rein personell ein bisschen schwierig wird, zum Nachwuchs zu finden. Es ist auch so, dass die Arbeitsplätze nicht mehr immer gerade in den einzelnen Dörfern daheim sind und dass die Leute viel mobiler sind. Und das bringt uns in der Feuerwehr grosse Herausforderungen mit sich. Also mit den Arbeitsplätzen meinst du, dass die Feuerwehrleute nicht mehr an dem Ort daheim sind? Richtig, dass Feuerwehrleute zwar in der Gemeinde wohnen, aber irgendwo in der näheren Umgebung oder sogar in der weiteren Umgebung arbeiten. Und also weniger gut verfügbar sind. Richtig, am Tag durch, wir sagen der Tagesverfügbarkeit, weniger gut verfügbar sind. Und unter dem Aspekt hat man nachher gesagt, es wäre vielleicht an der Zeit, um mal miteinander zu diskutieren, wie es bei den Nachbarführern aussieht und ob man da gewisse Synergien kann nutzen kann. Die haben das sicher jetzt schon genützt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Verfügbarkeit nicht da war und im Wartau etwas brennt hat, haben das sicher schon jetzt einmal Personal von anderen Feuerherren herbeordert, nicht mehr, oder? Das ist so. Wir haben natürlich einen sogenannten Alarmstufenplan, wo wir unsere Nachbarn können aufbieten. Wir leben das in den drei Gemeinden eigentlich sogar so, dass wir mehrere Feuerwehrleute haben, die in mehreren Feuerwehren Dienst machen, weil sie zum Beispiel in der Ortsgemeinde im Wartau arbeiten, aber effektiv in Buchs wohnen tun. Und so haben wir dann eigentlich auch gemerkt, dass es funktionieren tut. Das, was ihr jetzt dann vollzieht auf dem Organigramm, das lebt ihr zum Teil jetzt also schon. Also, mir ist aufgefallen, bei der Feuerwehr Sevelen, du hast den Schlüssel gezückt und bist reingekommen, gell? Jawohl, das ist am Montagabend vor unserer Informationsveranstaltung von der Mannschaft so ein symbolischer Akt gewesen, dass wir die Schlüssel austauscht haben, wir drei Kommandanten, und es war ein spezielles Gefühl gewesen, um jetzt hier allein ohne Christian zum ersten Mal in das Depot reinzulaufen. Richtig, ja. Dann gut, was war denn das politisch für ein Gefühl gewesen, das du von dem gehört hast? Die Feuerwehren wollen sich quasi zusammenschliessen. Ja, Feuerwehren und Politik, das ist immer irgendwie etwas, wo man eigentlich von Seiten der Politik verhältnismäßig sorgfältig damit umgeht. Weil es ist ganz klar und es ist super, dass man mit den Feuerwehren natürlich ganz tolle und sicherheitsstiftende Institutionen haben in jeder Gemeinde. Und was bisher so ein bisschen eigentlich die Meinung war, da wird man jetzt nicht irgendwo von der politischen Seite her irgendwie Einfluss nehmen oder so. Wir haben ein gutes, tiptop funktionierendes System im Moment und sind aber dann also wirklich extrem froh gewesen, auch von der politischen Seite her, dass eigentlich wir proaktiv, vorausschauend denkende Kommandanten und Führungscrews haben in diesen drei Feuerwehren, die eigentlich Probleme antizipieren, vorwegnehmen, damit es gar nicht irgendwie zu einem echten grösseren Problem werden in der Zukunft. Also sprich, wir sind sehr froh gewesen, dass wir eigentlich von den Feuerwehren aus, nicht von der Politik aus, von den Feuerwehren aus die Initiativen ergriffen hat und da Varianten angeschaut hat, dann in Absprache mit der Politik, mit den Gemeinderäten von der drei betroffenen Gemeinden. Und von dem her, also besser kann ein Prozess eigentlich auch aus politischer Sicht gar nicht laufen. Also quasi von unten nach oben, das ist immer besser, als wenn etwas verordnet wird von oben. Das hat man auch gesehen am Montag an der Information, die ihr Feuerwehrkommandanten gemacht habt für die gemeinsamen drei Gore von der Feuerwehr. Das ist eigentlich schon, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist auch von dort her schon eine gewisse Akzeptanz vorhanden. Und ich bin wirklich echt der Meinung, das ist ganz stark darum, weil wirklich eigentlich Feuerwehrkommandos da die Initiativen ergriffen haben und es nicht irgendwo aussen oktroyiert worden ist. Gut, wir haben bei unserem ganz kurzen Vorsprech ja einen Schock ausgelöst, habe ich, oder? Beim Simon Stauffacher, weil ich wollte fragen, ob jetzt die Feuerwehr das vollzogen hat, was die Politik nicht geschafft hat. Jetzt deine Antwort macht mir klar, das ist kein Zeichen für Politik. Es gibt jetzt also nicht irgendwie ein G3, was bei Sevelen Bux gescheitert ist, dass man politisch dann sagt, ja, das ist jetzt ein Zeichen auch für Politik, jetzt machen wir Wartau statt Bux etwas eine Fusion, oder?
Also wir haben ja dort eigentlich ein vom Volk, mit unter Mitsprache und Entscheidungsgewalt vom Volk, haben wir zwischen Buchs und Seewelle ja den Prozess gespielt auf politischer Ebene, was eine Fusion könnte sein. Genau. Und dort ist ja in der Stufe 1 von dem Entscheidungsprozess, genau, haben beide Gemeindebevölkerungen ganz klar Nein gesagt. Also von dem her ist Säbitz eigentlich da wirklich kein Thema. Und das ist jetzt ein anderer Prozess, wo man eigentlich, das hat man ja hier schon gesagt, man könnte ja in verschiedenen Gebieten auch intensiver zusammenarbeiten. Genau. Und das ist darum ganz toll, dass jetzt die Initiative von der Feuerwehren ausgekommen ist, um wirklich das erleben, was man da gesagt hat. Super, ja. Du, Simon, jetzt würde mich interessieren, da die Helme hinten dran, die sind ja alle irgendwie, wenn es dann einmal hart auf hart geht, angepasst auf die Leute, oder? Wie ist denn das, wenn jetzt wirklich einmal etwas ist, schafft man nicht auch zusammen? Also wenn jetzt Säbelen etwas brennt, dann können zum Beispiel Wartauer Leute und kumpeln auch in die Helme und die Uniformen hin, oder wie ist denn das konkret? Also es ist so, dass wir ja mit unseren Mitteln kommen aus dem Wartau und dann wird auf dem Schadenplatz ein Abschnitt gebildet, dass eigentlich jede Organisation einen Teilbereich übernehmen tut, aber vorgängig natürlich mit den eigenen Mitteln arbeiten tut. Oder? Also es ist nicht so, das bleibt hier, für Seewall, für Wartau, für Buchs. Also das ist etwas, wo im Moment im Überprüfungsprozess dann auch muss über muss begutachtet werden. Mittelfristig kann man sicher sagen, dass wir jetzt mal so starten und die drei Depots hier am Ort sicher bleiben. Wir haben Einsatzzeiten, die vorgeschrieben sind von der Feuerwehrkoordination Schweiz. Die liegen zwischen 10 bzw. 15 Minuten, je nachdem, wie stark das eine Gemeinde besiedelt ist. Und die müssen wir einhalten und das gibt uns die Leitplanken. Autobahn, Chemie und so, das war ja bis jetzt immer vor Feuerwehrbuchs im Einsatz gewesen. Das würde dann auch auf alle ausdehnt. Ja, ich denke, da gibt es eben die Möglichkeit, dass man auch mit den neuen Möglichkeiten, die wir haben, von der Alarmierung, vielleicht gewisse Leute aus der Feuerwehr Wartau mit einbezüchtet oder aus der Feuerwehr Seefallen, die eine gewisse Neigung haben für Chemie, die dort auch Freude haben an Chemie, dass die zum Beispiel dort mitschaffen können. Dort hat Buchs Einsatzzeiten von bis zu 45 Minuten, wo sie dürfen am Schadenplatz sein. Und darum spielt es dort eigentlich nicht so eine grosse Rolle, ob jetzt der Feuerwehrmann von Wartau einrücken tut oder ob das von Buchs abgedeckt wird. Dort erhoffen wir uns eigentlich eine Durchmischung. Es ist also viel mehr als einfach nur der Bilder, ein Organigramm. Also du bist ja im Bereich Sicherheit Vollprofi, bei der Führer bist du Kommandant von Wartau. Also bringt das der Region auch mehr Sicherheit jetzt? Ja, also es bringt dir sicher eine breite Abstützung, es bringt dir sicher mehr Qualität und einen riesigen Personen- und Mittelpool. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorher nicht funktioniert hat, es wird jetzt so vielleicht noch ein bisschen unbürokratischer, aber es ist sicher ein Gewinn für die Bevölkerung und keine Verschlechterung. Und von der Mittelbeschaffung her, wie ist das? Also man sagt immer, Synergien schafft unter Umständen auch ja, finanzielle Einsparungen, wie siehst du das? Ja, da haben wir zum einen einmal die Möglichkeit, dass wir von den Beschaffungsmengen natürlich in eine andere Preiskategorie reingehen. Abgesehen von der Menge ist es der Prozess, der durchlaufen wird, wenn ein Material angeschafft werden muss. Der muss dann nicht mehr dreimal gemacht werden, sondern er wird dann nur noch einmal gemacht. Und natürlich ist es so, dass man zum Beispiel auch die grösseren Mittel, Fahrzeuge, dann abstimmen. Braucht es ein gewisses Fahrzeug, das zum Beispiel zweites Einsatzmaterial bringen tut, braucht es das dreimal oder braucht es das vielleicht nur noch einmal? Das ist natürlich das Ziel, dass man solche Sachen dann überlegt. Wie ist das denn von den Investitionen her? Ist das wieder eine politische Geschichte? Also eine Bewilligung von den Investitionen, Daniel? Also im Moment sind wir ja noch nicht ganz so weit. Also zuerst müssen wir jetzt überhaupt einmal überlegen, die jetzt primär einmal, aber unter Beizug auch von Fachleuten, die die Rechtsformen von so neuen Feuerwehren, eigentlich fusionierten, gemeinsübergreifenden Feuerwehren, die etwas von dem verstehen. Also die erste Frage ist einmal, ja, wie ist denn eigentlich künftig die Organisationsform? Und ich denke, was es sicher brauchen wird, ist die eine oder andere Gemeindeordnung anpassen.
Weil im Moment ist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute mal in der Gemeindeordnung, es steht überall, dass die Gemeinde Feuerwehr hat. Und dort gibt es sicher Anpassungen, das ist in der Kompetenz der Bürgerversammlungen. Und wenn es grössere Neuinvestitionen brauchen soll, dann denke ich, wird man da irgendwie auch eigentlich die normalen Prozesse, die heute auch für Investitionen laufen, mit der Kompetenz, sei das Bürgerversammlung oder Turnen, wird man in den einzelnen Gemeinden eigentlich dann nutzen. Also es ist nicht ganz eine neue Welt, aber es ist mental vor allem. Und du hast jetzt die fachlichen und Vorteile rausgehoben. Und das finde ich wirklich irrsinnig. Wenn man einen grösseren Pool von Leuten hat, kann man es auch besser nach Kompetenzen, Neigungen einsetzen. Also ich finde das ganz eine tolle Sache. Die letzte Frage, Simon Stauffacher. Wir haben hier in der Region einen Michael Dehrungs, der hat mit Personenschutz mitgeschafft und so weiter. Der ist vollamtlich bei der Berufsfeuerwehr Zürich und läuft bei uns auch auf einer Berufsfeuerwehr Wartau Stadt Buxevelen raus. Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht möglich. Das sehen wir auch schon bei einer Berufsfeuerwehr St. Gallen, wo ja eher klein ist, aber gleich ein riesen Apparat dahinter steht. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht möglich. Die Feuerwehr muss im Milizsystem erhalten bleiben. Was vielleicht einmal eine Änderung kann geben, ist, dass vielleicht der ein oder andere fest angestellte Mitarbeiter im Bereich Material oder Verwaltung dazukommt oder dass man gewisse Sachen vielleicht an einer Gemeinde kann abgeben, dass Verwaltung und Dokumentation über einen Gemeindemitarbeiter kann gemacht werden. Aber eine Berufsfeuerwehr, wie man sie kennt in Zürich oder in St. Gallen, das ist nicht möglich. Eine Fusion auf Milizbasis, aber die scheint schon weit vollzogen zu sein. Wenn der Wartauer Führerkommandant Seveler auch die Garage hineinsteuert, dann kann man annehmen, dass das nur gerade eine Frage von ein paar Wochen, vielleicht Monaten ist, bis alles dann eben bereinigt ist.